Ja, ich mache das hier so als kleine Hommage an den Andi. Ich habe das Innenlicht vergessen. Würde Andi mich jetzt für ausschimpfen hier? Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play OMSI 2 der Omnibus Simulator. Wir fahren heute Baumgarten mal wieder. Mit dem O405N2 von Darius mit VDV-Dashboard, wie man hier schön sieht. Und nachladende Texturen, die gehören natürlich immer dazu. Ja, das ist die VHH-Version mit dem Atron FR Kompakt und der geteilten Frontscheibe und den Standard-Innenleuchten und einem grauen Innenraum. Jetzt haben wir ihn ziemlich genau beschrieben, würde ich sagen. Wir fahren den U3 SEV, Schienenersatzverkehr, und da kommt ein NG. Und ich würde sagen, steigen wir mal schön in den Kollegen, in den Bus hier ein und machen den mal startklar. Oh, da kommt er wieder. Hallo. So. Wir fahren mittags um 12. Und das bei, ja, 19 Grad, aber Wolken. Und dann würde ich sagen, sabbeln wir nicht lang, sondern fahren einfach mal zur Starthaltestelle. Und ja, ich mache das hier so als kleine Hommage an den Andi. Ich habe das Innenlicht vergessen. Würde Andi mich jetzt für ausschimpfen hier. Weil der Andi ist denn ja auch schon gefahren, den Schienenersatzverkehr. Und das mache ich dann jetzt auch. Der Andi ist zwar mit dem von der... Also ist zwar mit dem GN2 gefahren, aber ich fahre jetzt einfach mal nur N2. Ist ja auch gerade aus aktuellem Anlass. Und ja, ich sehe gerade, der hat einen Schmutzfänger hier hinten. Naja. So, was haben wir denn draufstehen? U3 Schienenersatzverkehr eher abgeschnitten. Okay. Naja. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 04. Kann ich ja schon losfahren. Mensch! Ja, ich habe jetzt mich für die kurze Linie hier entschieden, weil ich gerade Klausurenstress habe. Klausurenphase hat wieder angefangen. Jetzt in der Q2 ist sie ja schon sehr früh. Sagen wir mal 4 Wochen nach Schulbeginn. Ja, weil das Halbjahr ist ja Ende diesen Jahres, also am 19.12. schon vorbei. Danach mache ich ja mein Abi. Da werde ich dann auch nicht mehr allzu viele Videos machen können in der Zeit. Das ist einfach, ne, da muss ich meine Zeit fürs Lernen investieren. Und ich habe jetzt nicht allzu viel Zeit für YouTube und muss aber mal schnell gucken, dass ich vor ihm... Mensch, hätte mich ja mal durchlassen können. Als Bens Kollege. Weil jetzt... Ja, ich dachte gerade schon. Ich habe gerade gedacht, er schläft. Und, ja, in der Zeit werde ich wahrscheinlich nicht so viel machen können an YouTube. So, Ansage. Er hat weitergeschaltet, aber es kommt nichts. Das ist ja super. Naja. Fahren wir einfach mal mit überhöhter Geschwindigkeit durch Baumgarten. Weil ich es kann. Ja? Und da wollen sie auch schon raus. Habe ich den gemacht? Ich habe zum Beispiel gerade die Alt-Taste gedrückt, dass der das auch sieht. Das OMSI-Menü geöffnet hat. Und hier steht keine... Hier stehen keine Namen drüber. Das ist doof. Also... Das wäre vielleicht... Irgendwie entweder das File-System... Oder irgendwelche... irgendwelche Liniennamen drüber. Sonst kommt man hier doch durcheinander. Vielleicht habe ich das auch schon wieder verpennt. Weil ich war schon lange nicht mehr im Baumgarten-Thread unterwegs. Und weiß das so nicht mehr. Aber ich vermute mal, ich muss jetzt hier rechts. So. Ziehen wir mal hier vorbei.
Ja, wie das die meisten schon gelesen haben, oder ihr habt's, bestimmt die meisten haben es schon gelesen. Ja, M&R Software hat sich ja jetzt aufgelöst. Finde ich schade. Gab es wohl irgendwie internen Streit, mehr hat jetzt Marcel nicht dazu gesagt. Oder Janine. Ist aber mal schön, also ist schön, dass wir dann mal was erfahren haben. Ist natürlich schade für OMSI. Es stand jetzt drin, dass es höchstwahrscheinlich, also dass die weitermachen wollen, Janine und er, aber dass sie eben halt nicht wissen, ob sie weitermachen können, weil irgendwas vielleicht noch Stress mit Rüdiger ist. Ich weiß es nicht. Hallo. Da wollte ich gerade Rudolf sagen. Ich bin auch bescheuert. So, schönen guten Tag. So, dann fahren wir mal. Gehen wir raus. Ja, mit der zweiten Tür offen können wir bestimmt raus. Ja, Meisterbusfahrer sitzen am Steuer nicht. Ja. Und, ja, ich hoffe mal, es wird für OMSI 2.2. Hoffe ich mal, dass es da weitergeht. Oh, oh, oh. Ich bin gerade an dem Bulli den Spiegel abgerissen. Mensch. Also, wie gesagt, ich hoffe, dass es weitergehen kann. Und das nicht dann Ende ist. Es wäre doch schon sehr schade. Für OMSI, weil es ruckelt halt manchmal schon noch ziemlich stark. Und es stört schon so ein bisschen. So, dann fahren wir mal ganz asozial an denen vorbei und haben rot. Naja, kann man nichts machen. Setz mal einen Blinker links. So, aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, da steht 14:19. Wo muss ich lang? Also 14:19 klingt ja schon mal falsch. Das Problem ist, ich habe leider an dieses Video nicht mehr ganz so auf dem Kasten. Diese Fußgängerzone, die stehe ich aber nicht drauf. Hier geradeaus. Nee. Da war das Ruckeln übrigens, was ich meine. Nee. Dann mache ich jetzt einfach mal. Ich glaube, der Andi hat das auch irgendwie so 180 Grad. Dann mache ich jetzt mal U-Turn und fahre zurück zum Bahnhof. Ich hoffe, dass das richtig ist. Vom Linienplan her sieht es so aus. Fresst mich nicht, wenn es falsch ist. Müssen wir nur noch warten, bis der Kollege grün wird. So, komm. Wirst du weiß oder wirst du weiß? Oh, oh, oh. Ich hab schon weiß. Dann mache ich jetzt mal gerade meinen U-Turn hier. Und rum. So. War jetzt ein schöner U-Turn. Die wollen zwar eh alle raus, aber ist egal. Ja. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, der Urbino ist jetzt draußen. Wenn ihr das Video seht, ist er das schon 4 Tage. 4, 5 Tage. Ist aber egal. Ich hätte da halten müssen. Glaube ich. Zumindest habe ich... Nee, gegenüber habe ich auch nicht gehalten. Fahre ich weiter. Was erzähl ich denn für einen Schwachsinn? Der Urbino ist draußen. Wir haben jetzt die Version 3 Final gemacht, haben sie jetzt released, das ist doch vorgezogen jetzt, vor dem Release von WoW. Das haben wir jetzt einfach gemacht, weil wir jetzt dann gemerkt haben, Alter hat seinen Bus angekündigt. Und wir wollten, dass ihr wenigstens noch etwas davon habt und nicht dann, wir verstehen das, wir werden es wahrscheinlich auch öfter dann mal mit Alters fahren, weil wir den jetzt echt nicht mehr sehen können, weil wir so viel schon dran gearbeitet haben. Wir wollten nur, dass ihr von den Features noch was habt. Wir wissen ja nicht, also Alters wird bestimmt klasse, also wenn ihr die Bilder schon mal gesehen habt. Vor allem kommt der lang ersehnte Solaris Urbino 18 endlich. Da freue ich mich ja tierisch freue ich mich da drauf. Dann fahren wir mal weiter, dann kann der Kollege wieder, an die Haltestelle. Freue ich mich ja schon riesig drauf, also die Bilder... Hammer, guckt sie euch an, die sind wirklich klasse. Ist natürlich was anderes als ein V-Bus-Convert, aber ne, ist dann,
war schon schade, die Kommentare zu lesen, dass man dann, weil der neue Bus kommt, dass unserer dann so schlecht gemacht wurde. Teilweise. Fanden wir dann schon schade und haben uns dann gedacht, nee, bevor wir jetzt, bevor ihr jetzt gar nichts mehr vom Bus habt, fahre ich mal fast falsch. Und, ja, haben wir uns jetzt gesagt, wir releasen den. Und, ja, für uns ist dann jetzt offiziell Ende. Ich glaube, ich fahre gleich im Kreis. Wo muss ich denn? Ne, da geht's. Ich komme hierher. Bin ich jetzt hier rausgemusst? Ne, hätte ich nicht. Ne, 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 das ist falsch. Heuiui, da hätte ich beinahe einen Unfall gehabt durch ein spawnendes Auto. Auf jeden Fall haben wir uns jetzt gesagt, dann hauen wir ihn raus. Dann ist vorbei. Dann haben wir keinen Stress mehr, ihr keinen Stress mehr. Und dann freuen wir uns auf den Ubino 18. Ich glaube, ich bin gerade wieder falsch gefahren. Kann doch nicht sein. Oder? Jetzt doch irgendwie. Doch, ich bin richtig. Alles gut. Ja, wie gesagt, jetzt ist er draußen. Wir hoffen, euch gefällt er. Wir haben jetzt uns doch schon wieder dabei erwischt, wie wir Support geleistet haben, obwohl wir das eigentlich gar nicht wollten. Und wir sagen es mal so, wir machen, nennen wir es eingeschränkten Support. Für die Leute, die vernünftige Fragen formulieren und auch konstruktiv das Ganze machen, werden wir natürlich immer gerne antworten. Wir haben auch beide immer soweit den Thread im Auge. Aber wenn wir dann jetzt hier blöd angeblockt werden, dann blocken wir natürlich zurück. Und dann, ne? Nach dem Motto, wie es in Wald ruft, schallt es auch wieder raus. Voilà. Ja, wie gesagt, wir werden jetzt aber auch nicht mehr, also das war jetzt die letzte Version, wir werden jetzt auch nicht mehr allzu viel, also wir werden jetzt gar nichts mehr dran machen. Wir werden vielleicht mal ein paar Hilfestellungen geben, aber wir werden jetzt nichts mehr releasen, was den Bus angeht. Ich würde sagen, ich bin da, aber ich kriege keine Auswertung. Hab 8,3 Minuten Verspätung. 28 muss ich da sein. Uhr 28 haben wir's. Ich bin eigentlich richtig. Ich habe dann wohl eine Haltestelle ausgelassen. Ist sehr komisch. Naja, machst du nichts dran. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne nächstes Mal wieder einschalten. Ich sag, auf Wiese gehen. Ich verabscheue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.